Oh, fuck. Das Alien ist da, Leute. Das Alien ist da und es hat sich Axel geschnappt. Ich glaube, der gute Axel ist erstmal Geschichte. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Seekson Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig, da lauern so einige Gefahren. Okay? Ja, da scheint ja wohl ein bisschen auf Zack zu sein, der gute Axelrand hier, ne? Also, ich gehe einfach mal davon aus, dass er derjenige war, der uns hier die ganze Zeit ein bisschen verfolgt hat. Ich will nicht lange hier rumhängen. Ja, ich will das Let's Play ja auch so schnell wie möglich beenden. Also, einmal Strebe entfernen. Naja, ich glaube, wir sollten aber vielleicht ein Auge auf ihn behalten, weil ganz vertrauen tue ich ihn auch nicht unbedingt. So, voilà, die Tür wäre offen. So. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Also doch. Da waren schon wieder Geräusche. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey! Keine Bewegung. Oh, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Menschen. Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Mädel, hier sind überall Geräusche. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Aha. Da treffen wir tatsächlich mal Menschen, die sogar relativ freundlich sind und dann macht er sowas. Naja, ich will mal ganz kurz, wir haben da kein Licht leider. Schade. Vielleicht auf der anderen Seite. Ich will nur ganz kurz gucken, ob hier vielleicht irgendetwas rumliegt. Ja, okay, war doch eher ein bisschen lau gewesen. Schade. Hätte ja sein können, dass da was drin liegt. Es hätte ja sein können. So, Axel, zeig uns den Weg. Komm, zeig her. Ich hoffe, Ihr Schiff gibt es wirklich. Ganz kurz mal eben, ich will mal ganz kurz speichern. Wartest du eben auf mich, ja? Ich muss mal ganz kurz hier. So, einmal Daten überschreiben. Jo, gut, kann weitergehen. Moment. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Hä?
Was ist das denn gerade für eine dumme Situation? Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Ja, ich glaube, du auch ein bisschen. So, ab in den Fahrstuhl. Dann. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Achso, jetzt darf ich. Okay. So, einmal Knopf gedrückt. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort! Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort! Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Ein Monster. So, so also. So, so, sie sah sie so. So, so, ho, 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 ho. Was? Ich trau dem nächsten noch nicht so ganz irgendwie. Ich weiß nicht. Warten. Das sind schon wieder welche. Kaum sind wir mit den Typen unterwegs, sehen wir überall Menschen. Was ist denn los? Was ist denn? Das guckt uns schon wieder so blöd an. Alter, komm, ich geh jetzt einfach. Meine Fresse. Verdammt! Wir müssen hier weg. Hä? Hier lang. Runter. So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Gut, die scheint wohl feindlicher Natur zu sein. Also den sollten wir uns vielleicht nicht unbedingt nähren. Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Ja. Folgen Sie mir. Okay, Ziel aktualisiert. Folgen Sie Axel in die Schächte. Super Idee, ab in die Schächte, das ist auch mega sicher. Wir werden bald schlafen müssen. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich ziehe sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Überleben. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Das glaube ich. Ist mir schon aufgefallen. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Ja, natürlich. Gerne doch. Vielen Dank. Das werde ich direkt mal machen. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Oh geil, Jack Daniels, Alter. Nehme ich doch mit. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Taschenlampe? Welche Taschenlampe? Nehmen Sie genug Batterien mit. Das ist ein 5-Euro-Headset aus dem Kaugummiautomat und keine Taschenlampe. Was laberst du da? Das benutzen professionelle Minecraft-Let's Player. Oh Mann. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Ja. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Du meinst, so rumleuchten? Alter, was ist das denn für ein Baustrahler? Was ist das? Kannst du eine Solaranlage mit betreiben, ey. So hell ist das. So, wir sprechen noch mal eben ganz kurz. Ja. Lieber Axel, warte doch mal eben kurz. So, ich will noch mal ganz kurz... Ich mach mal kurz das Radio hier aus. So. Was? Warum läuft das weiter, wenn ich das... Hä? Okay, das Radio geht einfach nicht aus. Gut, ist auch egal. Ich wollte mal ganz kurz gucken. Ist hier noch irgendwas? Irgendwas in den Regalen hier? Irgendwas? Aber eigentlich recht gemütlich hier, ne? Ich meine, hier so ein Teppich, eine Matratze. Es geht eigentlich. Ist ganz nett eigentlich. Was hat er denn hier gelesen? Ein bisschen Karten gespielt und... Android Brain. Okay, The Understanding or Half Brothers. Albert Magnus. Aha. Schön, schön. Gut, pass mal auf, wir folgen mal den Axel.
So. Da wären wir. Und nun? Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Markiert? Zu meiner Ausstellung schon. Ja, ich weiß. Sie sich umschauen. Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Ach, guck mal, hier liegt auch noch was. Überall Taschenlampenbatterien. Ich glaube, dass wir die in Zukunft hier ein bisschen mehr brauchen werden. Liegt da hinten noch irgendwas? Hier irgendwo Taschenlampenbatterien? Oder sonst irgendwas? Nehme ich auch gerne entgegen. Hier wohl eher rar gesät. Der Lüftungsschacht ist es nicht. Er sagte, er hätte ihn irgendwie markiert. Ach, guck mal, hier liegt eine Ausweiskarte. Den nehme ich mit. Und ansonsten ist hier wieder mal nichts. Doch, hier. Eine weitere Taschenlampenbatterie. Und... hier ist... ein feuchter Furz. Gut, okay, und... Ach, guck mal. Ist das der hier? Ah. Ich komme ja schon. Das sieht aus, als ob ApoRed hier wieder ein Thumbnail gemacht hätte. Für nur die roten Kreise. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Was ich gerade sagen wollte, da fehlen eigentlich ja nur die roten Pfeile und die Titten auf dem Bild. Los jetzt. Ja, komm, mach an das Ding. Besser gesagt, auf. Doof ist der Junge ja nicht, ne? Der hat sich ja hier schön eingerichtet, sag ich mal. Ich meine, damit sein kleiner. Es ist ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. Aha. Der hat sich ja gut eingerichtet hier mit seinem kleinen Raum da. Hier den Lüftungsschacht markiert. Der ist nicht doof, glaube ich. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Alter, jetzt einfach mal die Waffe schnappen, weißt du? Aber wir brauchen ihn ja noch. Er muss uns ja den Weg nach draußen zeigen. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Woher weiß er, wie unser Schiff heißt? Ruhe. Haben wir ihm das gesagt? Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Die haben Waffen. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Na los. Irgendjemand wird schon Hilfe schicken. Folgen Sie mir. Die haben schöne dicke Blaster, Alter. Beiden einmal schön Headshot von hinten geben und dann... Ah, oh, geil. Okay, Axel, ich spreche ja noch mal eben kurz schnell, ne? Ist nur zu unserer Sicherheit. Einmal Speicherdaten überschreiben. Ja, natürlich wie immer. Ist es deren Ernst? Wir waren eben da hinten gewesen und wir sind jetzt einmal da hinten ganz durchgelatscht, nur um nicht über diese Koffer zu latschen? Der Typ hat doch echt nicht mal alle, oder? Also, das ist echt unfassbar. Du meinst so? Entschuldigung. Was ist denn da? Ach, die stehen da alle. Halt. Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Ich glaube noch immer, dass wir mehr Vorräte haben. Die können wir nicht ankommen. Wir das finden können. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden Sie nachsehen müssen. Mhm. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Super. Er will doch nur nicht selbst gehen. Wer hat als letztes die Vorräte gebracht? Also, den Generator wohl anschalten. Hat sich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey! Er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Ich kann mir schon denken, wer das war. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt, was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich. So, hier ist der Generator. Augen auf, haltet eure Waffen bereit. Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du kannst jetzt das schnell? Besser? Das meint er nicht. So, und einmal durch den Schacht durch. Was war das denn? Auf der Funktion gelandet. Er hat sich selber ausgeschaltet? Nein, jemand ist... Ich warte mal ganz kurz. Sehen wir mal nach. Kommt mit. Okay, jetzt gehen Sie.
So, ich geh mal raus. So ganz vorsichtig, ich will nicht gesehen werden. Achso, das ist Axel, der da rennt. Woher willst du das denn wissen, Einstein? Gute Arbeit, Ripley. Hier lang. Seien wir besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Ja. Okay, ganz vorsichtig. Die können jeden Moment hier wieder auftauchen. Hier ist noch ein bisschen Loot gewesen. Und ich speichere nochmal eben kurz ganz schnell. So. Ich guck gerade mal, wie lange ich schon aufnehme. 1:30. Ich hoffe, das macht der Computer auch mit. So, was ist Einstein? Willst du oder willst du nicht? Das, der steht vor mir, macht dann plötzlich immer... Ich weiß nicht, was der Typ hat. Komm, ich geh mal voran hier. Vielleicht kommt er dann ja nach. Ey, Axelrand, komm mal her. Ich weiß nicht, was der schon wieder für ein Problem hat, Alter. Fast da. Transit ist gleich da vorne. Hoffentlich ist ihr Schiff auch noch da. Jetzt kommt er, alles klar. Sevastopol entspricht nicht so ganz ihren Erwartungen, wie? Nee, nicht so ganz. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Mhm. So, ein Auge zudrücken. So könnt ihr euch ja wieder selber durchlesen hier. Ich glaube, momentan ist es eh eine ganz blöde Situation, sich hier was durchzulesen. Ach, guck mal, ist das ein Inventar? Nichts darf ohne Absprache mit mir... Und was? Fern auf der Liste abgehakt werden. Aha, Da haben sie aufgeschrieben, was die alles so auf Lager haben. Okay. Und hier tropft es überall schon wieder... Ja, hier tropft überall schon wieder Wasser aus den Rohren raus. So, was ist, Axel? Oh, dass ich jemand... Ja, ist ja gut, du mit deinem komischen Blick da, Alter. Was will der denn von mir, ey? Ganz ehrlich. So, was ist denn? Hier kommen wir nicht durch, du Intelligenzbestie. Erst aus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Echt? Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Und das weiß er natürlich direkt, wie das aufgeht. Das ist ja völlig klar. Ich sollte nicht so viel rennen, Entschuldigung. Allgemein rennen in dieses Spiel ist ein großer, großer Fehler, den man hier begehen kann. Ist eine ganz doofe Idee. So, also. Fertig. Ja? Auf drei. 1, 2, 3. Hinter ihnen. Was? Oh, Scheiße. Ich weiß nicht, sollen wir hinrennen? Sollen wir wegrennen? Ich habe keine Ahnung. Komm her. Hat sie ja drei Minuten zu rennen. Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Wie wollen sie denn fertig machen? Er zwei? Okay. Au. Alter. Shit. Hauen wir ab. Die anderen sind unterwegs. Wir müssen los. Jetzt. Hey, ihr Sackgesichter! Oh, Scheiße. Ich glaube, wir sollten rennen. Er schießt sie. Scheiße. Scheiße, lauf, 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 lauf. Fuck. Ich glaube, die sind... Jetzt lauf doch! Was machst du denn da, Mann? Du bist echt ein Dulli. Sie haben ihn getötet. Wenn er mich töten wollte, er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Wir müssen weiter. Ja, ich glaube auch. Wo soll ich denn überhaupt hin? Geht's hier weiter oder? Alter, Scheiße. Ich will jetzt auch nicht unbedingt rennen, deswegen gehe ich jetzt erstmal ganz normal. Oh, fuck. Das Alien ist da, Leute. Das Alien ist da und es hat sich Axel geschnappt. Ich glaube, der gute Axel ist erstmal Geschichte. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Soll ich hier... Achso, Transit rufen. Alles klar, gut. Ich drück da mal kurz drauf. Alter, ich verstecke mich eben kurz. Ich hab... Alter, Scheiße. Oh Gott. Alter.
Aber das läuft doch hier irgendwo gerade rum, oder? Ich höre das doch. Alter! Hilfe! Ich will nicht! Mach schneller, du Drecksding, Alter! Wie lange brauchst du denn? Ich kann mir gut vorstellen, dass das Vieh sich erstmal wohl die anderen geschnappt hat, die ja hinter uns her waren. Jetzt mach auf! Okay, es ist auf, es ist auf, es ist auf. Rein da, rein da, rein da, komm, 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 komm. Fahr, fahr. Um Gottes Willen, Alter, mein Herz. Alter. Was war das, ey? Alter, da hat den Axel einfach mal aufgespießt und durch den Lüftungsschacht. Zack, durch. Boah. Sammle Baupläne um Ripley auf. Okay, hier stehen gerade so ein paar Tipps unten im Ladebildschirm. Kampfgeräusche können das Alien anlocken. Tun sie dies auf eigene Gefahr. Ah, das ist ja ein sehr schöner Tipp. So, wo landen wir denn jetzt? Boah, mein Herz, ey. Finden Sie einen Aufzug zu Sixten Communications? Okay. Ich glaube, Leute, es geht jetzt los. Es beginnt. Alte Stelle für Sixten Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Schöne Fahrstuhlmusik im Hintergrund, wollte ich nur mal kurz anmerken, ne? Sind wir hier sicher? Ich traue dem Spiel gerade überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht. Das Transitsystem in Sebastopol meldet heute Alter. Die Scheiße ist jetzt, wir haben keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Axel ist tot. Der wurde einfach wie ein Kebabspieß aufgespießt. Okay, Neuverkabelung. Nutzen Sie Neuverkabelung, um Systeme im umliegenden Bereich ein- und auszuschalten. Systeme teilen sich eine begrenzte Stromversorgung. Systeme ausschalten stellt den Strom zur Verfügung, um andere einzuschalten. Eher zum Einsehen der Karte auf der rechten Seite und der die Position von örtlichen Systemen angezeigt werden. Begeben Sie sich in neue Bereiche und starten Sie Ablenkungsmanöver um extra. Okay, hier können wir auf jeden Fall quasi so ein paar Systeme ein- und ausschalten, quasi zur Ablenkung und sowas. Lautsprechersystem, instabiles System, was ist das denn? Und Lautsprechersystem ist was? Okay, jetzt haben wir das Lautsprechersystem hier aktiviert. Und ich speichere mal eben erstmal ganz kurz. Diese Erleichterung, wenn du gespeichert hast, ey. Hinterlassen Sie keinen Abfall. Ja, mach ich. Wo sollen wir jetzt überhaupt lang? Ich habe echt keine Ahnung. Das ist wirklich schon so lange her, als ich das zuletzt gespielt habe. Na gut, so lange jetzt auch nicht, aber schon einige Zeit. Zu Sixten Communications sollen wir. Sicherheitszugangsgenerator. Okay, den haben wir leider nicht. Hier ist ein Fahrstuhl. Der leider nicht funktioniert, okay. Hier ein paar Plakate. Bisschen Werbung. Und hier unten ist wieder eine Strebe und au. Au. Eine Leiche. Ja gut, dass wir davon schon kaum welche gesehen haben, ne? Ach, guck mal, der hat sogar was mit dabei. Bindemittel, Revolvermunition und ein Medikit. Das nehmen wir natürlich mit Freude entgegen. Wir entfernen jetzt mal ganz kurz diese Strebe hier. Boah, ich glaube, dann sind wir eh wieder hier in diesem kleinen Flur quasi. Ich weiß jetzt nicht, was das genau bringen soll. Ja, wir sind hier wieder unten im Flur. Wir sind quasi einmal hoch und hier einmal wieder runter. Das hat einen feuchten Furz gebracht. Hier waren wir noch nicht dran gewesen, ne?
Sixen Neuverkabelung. Instabiles System, Lautsprechersystem. Aha. Ich wüsste jetzt aber nicht wirklich, was sich hier gerade verändert hat. Ich werde hier jetzt einfach mal kurz hochgehen und einfach mal schauen, ob wir hier irgendwas finden werden. Auf der anderen Seite sah es ja ein bisschen mau aus. Hier waren wir doch gerade eben, oder nicht? Achso, hier wird ein... Ach nee, das sieht nur so aus wie drüben. Hier wird ein Zugangscode benötigt. Den haben wir leider auch noch nicht. Plasmaschneider benötigt. Ja, den habe ich leider auch schon wieder vergessen. Mann, das ist ja so blöd immer, dass ich meine ganzen Gasschneider hier immer vergesse. Das ist... das ist echt doof, ne? Wo sind wir hier gelandet? No weapons. Sag mal. Okay. Hier können wir in den Lüftungsschacht reingehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Ich schaue jetzt einfach mal. Einfach aus dem Grund, weil ich ganz genau weiß, dass hier hin und wieder auch mal Sachen drin liegen. Aber diesmal wohl eher nicht. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Achso, das war nur dieser kleine Hut. Einmal so drumherum. Okay. Da sind welche. Ich gehe mal kurz in die Hocke. Ich weiß jetzt nicht, ob die uns feindlich gesinnt sind.